Heute haben wir mal ein exotisches Survival-Messer aus Frankreich. Wild Steer Skeleton. Wenn du wissen willst, was dieses kleine, nette Teil, das sehr leicht und kompakt ist und trotzdem extrem robust ist, kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Der Moritz aus Niederösterreich, aus Langenlois, der war bei einem Überlebenstraining bei mir und auch hier im Bushcraft Camp mit einem Freund am Reini Rossmann Bushcraft Camp. Natürlich ganz klar gewesen, den Link unten, komm auch vorbei, wenn du magst. Und da hat er mal dieses Messer hier, dieses Wild Steer Skeleton. Er sieht das als Survival Messer an, dagelassen und wollte wissen, was es kann. Und ich muss sagen, Moritz, das war eine gute Sache, denn es hat mir extrem Spaß gemacht, mit diesem Teil hier zu arbeiten. Ich weiß, ich habe es ein bisschen, du hast aber gesagt, ich darf ihm alles antun. Ich habe es ein bisschen hergenommen. Es ist nicht mehr so schön wie vorher, aber soll so sein. Was mir an diesem Messer besonders gut gefällt, ist das Gesamtkonzept. Und zwar mit dieser Textilscheide, die eine Einlage hat, damit man es nicht durchsticht, ist das Ganze sehr kompakt, sehr schmal, sehr leicht und du hast trotzdem ein saurobustes Messer mit dabei. Wild Steer ist ja bekannt für die Bogenmesser mit einer eigenen Vorrichtung, dass man Pfeile aus Holz raus knallen kann. Das kann das hier, zumindest wie ich das verstehe, nicht, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das Griffmaterial, da hat der Moritz hier so ein Schnürchen, es ist Paracord verwickelt, damit es ein bisschen griffiger ist. Denn eins ist schon klar, wenn du den nackten Stahl in der Hand hast, zumindest ich finde das so, ich finde das unangenehm. Also ich finde das gut, dass man da noch ein bisschen einen Grip hat, macht gewichtmäßig jetzt nicht mehr so viel aus und man hat eine Schnur mit dabei, die man vielleicht für das eine oder andere einsetzen kann. Was das Ding nicht kann, ist Feuerstahlbedienung. Ich weiß, dass das manchen nicht wichtig ist, mir ist es das aber und daher sage ich es dazu. Denn der Klingenrücken, wenn du dir den anschaust, der ist nicht angeschliffen, sondern der ist abgerundet. Ja? Das ist also wirklich sehr, sehr schön und toll verarbeitet und was ein Qualitätskriterium sein kann, was hier an Qualität da ist, ich hätte das gerne angeschliffen, aber das ist nur meine persönliche Meinung, könnte man ja auch tun. Dann hier natürlich, damit das Messer einfach optisch auch ein bisschen mehr hergibt, ich vergesse immer, wie man das schreibt, wie man das sagt und wie man schreibt sowieso, wenn ich nicht weiß, wie das Wort ist, für diese Ausnehmungen, dass man besseren Grip hat oder so, schreibt man unten, wie das heißt, vielleicht merke ich es mir irgendwann. Mir geht das am Wecker normalerweise, aber hier stört es mich nicht, weil es nicht scharf ist. Es sind nur Ausnehmungen, aber da ist nichts an. Das ist schön abgearbeitet. Die haben sich da wirklich, das wirklich sehr schön gemacht. Das muss man wirklich einmal so festhalten. Aber jetzt habe ich von dem Messer genug geplaudert. Jetzt wollen wir es einmal ausprobieren. Obwohl es natürlich kein echtes Schnitzmesser ist, ist es durchaus bissig und schnittig. Und ja, ist wirklich fein zum Arbeiten. Muss aber dazu sagen, dass wenn ich ein reines Schnitzmesser haben will, ich ein Spezialwerkzeug nehme. Das ist ein Allround-Werkzeug, das alles kann und nicht gescheit. Das klingt brutal, aber genau das ist es. Ja. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Aber es ist durchaus bissig, also man kann durchaus arbeiten damit. Ich möchte hinzufügen, das ist ein Eschenholz, also auch nicht unbedingt irgendwas Weiches. Und man fährt da durchaus rein. Aber noch einmal zum Vergleich her, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einem Moraganzball vergleiche, geht das Moraganzball besser rein. Aber das hier, und das muss man gleich einmal dazu sagen bei diesem Messer, das ist halt ja, ein Stück Stahl, das von der Stabilität her ganz was anderes ist als ein Ganzball. Ja. Habe ich auch einmal ein Video gemacht, gebe da oben den Link, das Walzkalpell, wie ich es nenne, so als eines der schnittigsten, was wir so haben. Aber das macht das alles mit und genau das ist auch der Punkt, das ist der Punkt, den ich da mitgeben will bei diesem Messer, für all die, die es interessiert. Das ist so ein Allround-Messer, es kann alles ein bisschen, aber nicht so richtig tief. Und das soll ja auch bei einem Überlebensmesser, genau das will ich damit was schneiden, schnell irgendwas mal aufmachen, ich will was aufbrechen, ja, ich möchte batonieren damit, ich zeige das jetzt gar nicht her, weil ich weiß, dass es funktioniert, ist alles überhaupt kein Thema, hat auch, wie gesagt, gar nicht einmal so eine schlechte Spaltwirkung und das ist die Idee hinter diesem Messer
Und es ist dann auch noch leicht und nett und super und wunderbar und mit einer vernünftigen Stahlsorte. Ich gebe dir den Link auf Wildsteer. Ich habe es auf Amazon nicht gefunden. Schau, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo es der Moritz gekauft hat, aber wahrscheinlich bei Wildsteer oder bei irgendjemand, ich weiß es nicht. Es ist okay, es ist sicher gebaut, dass es dann nicht aus der Hand rutscht. Es ist auch angenehm zum Angreifen, wie ich meine. Also für mich ein wirklich tolles Messer. Ja, also, wie gesagt, das Messer ist auf jeden Fall sehr, sehr nett und was mir auch gefällt, ist das Scheidenkonzept. Das Einzige, was ich hier halt mir noch wünschen würde, das wäre ein Mollestreifen, aber das ist jetzt wirklich Sudan auf hohem Niveau, wie ich es so gerne tue. Aber insgesamt ein tolles Messer. Schreib mal einen Kommentar, ob du das auch hast und was du davon hältst und was du von diesem Konzept hier hältst. Moritz, Dankeschön. Ich schicke dir das gerne zurück und kriegst auch eines meiner Bücher. Und übrigens, billige Eigenwerbung, wenn du eines meiner Bücher stehen willst, gebe ich dir da und da unten den Link in meinen Shop. Da kannst du das natürlich kaufen, wenn du magst. Gut. Ist es etwas für dich da hinten? Das musst du selbst entscheiden. Aber wichtig bei den Messern ist halt immer, wie fühlt es sich an in der Hand und was will ich überhaupt damit tun? Also wenn ich eine Marienstatue schnitzen will und werde was anderes nehmen, wenn ich einen Bogen schnitzen will, werde ich persönlich auch etwas anderes nehmen, etwas, was besser in der Hand liegt, aber das soll so sein. Lange Rede, kurzer Sinn, musst du ausprobieren. Schau dir das ganz einfach an. Daumen nach oben oder nach unten, ganz klar. Link in meinen Shop. Ein Abo an das Video. Hat mich gefreut. Bis bald. Moritz, danke. Ciao.